Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia The Sands of Time. Genau, wir sind immer noch in den Bädern, glaube ich, und haben oben unser neues Schwert erspäht, was wir natürlich erreichen wollen. Und dann wollen wir hier einmal... Oh, wie habe ich das gemacht? Egal, es funktioniert. Tja, auf den die ganze Zeit in den Hintern zu spritzen, das erinnert mich irgendwie voll an Tetanus-Impfung. Da kriegt man auch immer eine Spritze in den Hintern. Das, ja. Mehr sage ich dazu nicht, ne? Wollt ihr wahrscheinlich auch nicht. So, bist du in die Knie gegangen? Ach ne, so sieht es aus, wenn ihr in die Knie geht. In your face. Dann will ich hier mal probieren, was bei denen passiert, wenn die mich angreifen und ich konter. Oh, das sieht... ja, das war lustig. Zack. Und zu Boden gebracht. Kommt schon. Das waren alle Gegner. Das waren alle Gegner. Lass mich hoffen. Also hoffen tue ich sowieso, aber... Okay. Ah. Der ist nicht direkt vor mir. Das ist gruselig. Wir haben kein Halloween mehr. Und will es jetzt noch probieren. Aua. Aua. Okay, das machen wir lieber nochmal rückgängig. So. Hier wird können wir zurückspulen. Das sieht gut aus von unserem Leben her. Ja, nehmen wir das. Ich würde hier gerne weggehen. Das ist mir zu eng. Ich gehe lieber wieder nach hier unten. Genau. Hallo. Guten Tag. Schön, dass Sie wieder hier sind. Zack, zack, und aufsaugen. Und zack, zack, und falsch. Jetzt müssen wir ihn auch töten, so lang. Oh Mann, warum habe ich den aufgehalten? Er sollte eigentlich nur... Okay. Egal. Wie ich dolch dich, Junge. Dich sauge ich auf und dich, ja, kommt und lasst mich euch beide in die Luft bringen. Alter, das sah jetzt auch mal nice aus. Aufsaugen. Wieder ein halbes Sandgefäß mehr. Nochmal ein halbes Sandgefäß mehr. Ich will dich einfach mal hier. Hey Gott, das ist irgendwie anstrengend. Das finde ich ein bisschen blöd, dass das immer so mega lange Kämpfe sind, die dann teilweise noch nicht mal... Ja... anspruchsvoll sind oder sowas. Weil die Gegner können halt nichts. Die sind einfach nur da und greifen dich an. Und das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Dort oben glüht etwas. Ich hab's vom Vorsprung aus gesehen. Okay. Warum bist du runtergekommen? Du hättest da bleiben sollen. Drogen! Komm doch mit in unsere Drogen. Mhm. Okay. Also auch die Optik. Beim nächsten Mal fangen wir von wo das teilweise gezeigt wird, ist sehr irritierend. Ich fand das, wo das von oben gezeigt wurde mit dem Kurbelding, das fand ich... Ich glaube, ich bin ein bisschen müde. Aber egal, dann wollen wir mal weiter. Wie wir eben gesehen haben, die schieben wir davor. Dann geht das auf. Zwei Türen sind offen. So, jetzt aber. Sind unsere Füße nicht mehr nass. Jetzt sind drei offen. Geschafft. Schnell, bevor sie schließen. Jetzt weiß ich auch, wo diese Türen sind. Ja, jetzt lauf. Schnell, ja, schneller geht nicht. So. Ey, wir haben ein neues Gefäß. Und was hat das jetzt gebracht, dass ich jetzt draufgetreten bin? Hm. Auch gut. Was war das jetzt? Die Tür geschlossen. Ach, das ist wahrscheinlich, um die Tür nochmal zu öffnen. Weil wir jetzt hier drin eingeschlossen sind gerade. Und schon fließt kein Wasser mehr. Jupp. Das Wasser. Es fließt ab. Ist das jetzt gut oder schlecht? Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht. So.
Irgendwas tut sich, wenn wir da drauf treten. Okay. Hier glimmt nochmal irgendwo Sand. Wo denn? Achso, das ist wahrscheinlich das große da oben. Dann hatten die hier eben irgendwie die Dinger da reingeschoben, ne? Oder zumindest den einen hier. Hallo? Was? Das ist nicht lustig. Nee, finde ich auch nicht, wenn du mir über dem Weg stehst. Das finde ich auch nicht lustig. Ach, jetzt hast du kapiert, dass du weggehen willst. Was wohl diese Hebel bewirken? Entschuldigung, das ist, ich mag's nur nicht. Die steht mir andauernd im Weg. Die mag ich nicht. Es ist mein legitimes Recht, sie nicht zu mögen. So, wollen wir mal gucken. Nichts tut sich. Okay, wollen wir, war das hier auch noch irgendwie so? Oh. Nein, da war es nicht. Ah, da hinten, das sieht nach... Diese Tür sieht nicht sehr stabil aus. Könnt ihr sie mit dem Schwert einschlagen? Haltet ihr mich für Rustam? Nee, komm schon. So, aber das... Die Distanz schaffen wir nicht, ne? Nein, tun wir nicht. Seid ihr verletzt? Ja. Was? Nein! Hallo, wir wurden eben in der Kette geschlagen und wir waren nicht verletzt. Jetzt auf einmal sind wir verletzt, ne? Ja, wir sind ein armer großer Prinz. Ganz armer. Nein, das war richtig. So hoch wie möglich und rüber. Wollen wir mal hier lang gehen. Wenden. Und hopp. Okay, jetzt geht das Ding also auf. Was? Aber nur ein bisschen. Ich glaube, wir müssen noch einen zweiten Hebel finden, ne? Hier auf der anderen Seite. Also nochmal dasselbe. Hoch. Rüber. Nee, da müssen wir jetzt... Ah, hier müssen wir jetzt also erst so springen. Du sollst doch... Du sollst doch nur weiter da rüber. Mehr will ich doch gar nicht. Warum hast du dich jetzt gedreht? So, dann rum. Ja, yeah. Jetzt aber. Hopp. Und hopp. Das wäre mies gewesen. Hätte ich das jetzt nicht geschafft, dann hätten wir wieder richtig lange... warten müssen, so wie in, ich weiß gar nicht mehr, zweite, dritte Folge oder sowas war das doch, wo ich auch die ganze Zeit, ich glaube, zweimal gestorben bin, und zwar an ein derselben Stelle. War ein bisschen peinlich. Ist es jetzt weit genug offen? Finden wir es raus. So, warum ist die Kamera so tief? Ich will die mehr hoch haben. Plump. Ohne irgendwelche Bewegung, einfach nur runter. Bleib dort. Keine Sorge. Nee, ne. Mir geht's hier gut. Muss das so sein? Ich will nicht wieder zurück. Das war so blöd und anstrengend hier mit den Dingern. Und hoch. Rüber. Das war knapp. Ah, hier haben wir noch Wasser zum Trinken. Ich wollte schon sagen, meine Leben sind ziemlich gering. Wo ist er denn gelandet? Der Block. Da unten? Nee. Hä? Ich sehe gerade irgendwie diese Falle. Nenne ich das jetzt mal nicht. Da oben ist noch so ein Sand. Ah, hier. Okay. Schieben wir den doch mal. Und ich glaube, wir müssen da runter wegen der Leiter. An die Leiter kommen wir ja nicht dran, weil wir nasse Füße haben. Ich weiß, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das weiß ich, weil das habe ich auch irgendwann mal gelernt in diesem Spiel. Würdest du den mal da bewegen? Genau. Weil sonst funktioniert das Ganze nicht.
mein ganzer Plan. Einmal rum. Ich weiß, meine Tastatur ist wieder laut. Ich werde auch gucken, dass ich immer noch eine neue krieg. Vielleicht habe ich ja zum Zeitpunkt, wenn diese Folge raus ist, sogar schon eine. Das wäre ja schön. Aber ich weiß noch nicht. Ding. Hoch. So. Was ist? Ich hänge mich mal da dran. Ah, okay. Das erklärt einiges. Dann einmal rum. Müssen wir aber weiter nach oben, weil wir... Das habe ich nicht gemacht. Sowas mache ich nicht. Hui. Ich war ja klar, das einzige Stück, wo ich mich dranhänge, ist dann das, wo es abbricht. Hopp. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in irgendeine Richtung drücke, während ich das mache. Jetzt falle ich ja, wie schon bemerkt, runter. Hoch und rum. So, das sieht auch noch recht einfach aus. Da würde ich sagen, da rüber. Und da. Wow, das ging jetzt doch aus meiner Sicht erstaunlich einfach. Glaube ich zumindest. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Okay, da kann ich einfach weiterspringen. Gut. So. Das sieht doch vielversprechend. Nein, das sieht noch aus wie eine Falle. Das missfällt mir. Irgendwas habe ich jetzt geöffnet. Au. Yeah. Mann! So, hier, hallo. Und aufnehmen. Dich auch noch. Wir wollen euch alle in unser Schwert, in unseren Dolch aufnehmen. Sind wir nicht lieb? Wir schließen keine Leute aus. Wir lassen jeden in unseren Dolch. Also jeden mehr oder weniger Toten. Weil die Lebenden wollen das, glaube ich, nicht. Ich frage mich, was passieren würde, würde man das mit Lebenden machen. All die so aufsaugen. Beziehungsweise bestechen. Ach ja. Ich bin mitunter der Meister der Flachwitze. Und zum Boden. Daneben. So. Komm schon. Ups, das wollte ich nicht, aber okay. Der Dolch sieht ein bisschen aus, als wäre der so aus Metall, oder? Weil der so blau leuchtet. So, nochmal. Ja, das ist wirklich sehr viel Abwechslung in diesem Spiel. Unglaublich. Das ist unglaublich, wie viele verschiedene Rätsel man hier... All die Rätsel sind gut, muss ich sagen, aber das mit dem Kämpfen... Weil ihr seht ja, mittlerweile, ich mache das einfach. Weil ich weiß, welche Schwächen und Stärken die Gegner haben. Da habe ich dann auch so erstmal keine Herausforderung mehr. Okay. Da sehe ich auf jeden Fall schon das Ende dieser Folge und den Anfang der nächsten Folge. Und ich sag schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Nach der Vision geht's in der nächsten Folge weiter. Beim nächsten Mal fangen wir hier an.